In diesem Video zeige ich dir, wie ich in meinem BMW den Keilriemen, sprich den Keilrippenriemen, wechsle und die Spannrolle ersetze. Alles weitere im nachfolgenden Video. Viel Spaß beim Zuschauen. Der Keilrippenriemen hat sich zerlegt und auch die Spannrolle, wie man hier sehen kann, hat sich auch zerlegt und war in kompletten Einzelteilen in der Motorschutzwanne unter dem Motor drin. Hier der Reparatursatz, bestehend aus Keilrippenriemen, Umlenkrolle und Spannrolle und Spanner selbst. Das Ganze habe ich im Internet bestellt. Den Link dazu habe ich dir unterhalb dieses Videos in die Anmerkungen reingemacht. Dort kannst du das komplette Reparaturset bestellen. Zuerst mal muss ich diese Plastikabdeckung entfernen. Dazu gibt es hier vorne 1, 2 so Pfropfen, die ich rausziehe, um das Ganze zu entfernen. Hier einmal rechts und einmal links das Ganze hochziehen. Dann kann ich die Abdeckung hier wegmachen und das Ganze entfernen. Mit einer 17er Nuss lässt sich das Ganze herausschrauben. Die Schraube ist recht lang. Hier schraubt man eine Weile. Na, vielleicht geht es auch mit den Fingern. Ja. Und wie man sieht, das Lager der Spannrolle hat sich komplett zerlegt. Ziemlich viel Schmutz drin, damit ich mit dem Innensechskant reinkomme. Wie man sieht, so eine Plastikabdeckung ist da drin. So. Nun sollte der Innensechskant reinpassen. Das ist ein 8er Innensechskant. Dann kann ich diesen Riemenspanner hier entfernen. So. Hier der neue Riemenspanner. Ich habe schon eine 8er Innensechskantnuss reingesteckt. Ganze noch festziehen. Den neuen Riemen habe ich nun so lose aufgelegt. Der spannt noch nicht. Nun muss man den Riemenspanner über diesen Sicherungsstift entsperren, damit der Riemen gespannt wird. Dann habe ich hier eine 13er Nuss, stecke die hier drauf und ich ziehe das ein bisschen hoch. Dann kann man diesen Stift hier rausziehen und wieder langsam zurück, dann spannt der Riemen wieder. Nun ist der Riemen wieder komplett gespannt und das Ganze sollte auch wieder funktionieren. Das Ganze läuft wieder perfekt. Dann die Abdeckung wieder drauf. Hier die Luftansaugung wieder zusammen machen. So, passt. Hier noch einfahren. Und da vorne die Clips wieder rein. So, hier ist es leider schon abgebrochen. Wahrscheinlich vom Vorbesitzer, ich weiß es nicht. So, und die ganze Reparatur ist auch schon fertig. Soweit nun mein Video, wie ich den Keilrippenriemen an diesem Auto, meinem BMW,
E46 316i einbaue. Und wie du schon am Anfang des Videos gesehen hast, das ist kein Lehrfilm zur Vorbereitung auf die Gesellenprüfung und ich bin auch kein gelernter Kfz-Mechaniker. Das ist einfach nur ein YouTube-Video, in dem ich zeige, wie ich das bei mir an meinem Auto mache. Natürlich über Verbesserungsvorschläge würde ich mich riesig freuen. Wenn du irgendwie einen Kniff hast, wie irgendwie was besser geht, wie man es geschickter machen kann, Kommentare sind immer jederzeit recht herzlich unter diesem Video willkommen. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen, tschüss und bis zum nächsten Mal.